Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, bei Skobel zum Thema die globale Revolution. Warum global? Weil es nicht nur in einem einzelnen Bereich wie der Digitalisierung oder wie eben Blockchain-Technologie drängende Probleme gibt. Wir stecken zeitgleich in allen möglichen Bereichen im Schlamassel, bei Themen wie Klima, Energie, Natur, Armut oder Gewalt. Das Dumme daran ist, dass wir erstens nicht warten können und zweitens all diese Probleme miteinander verknüpft sind. Das macht sie komplex. Im letzten Jahr ging es noch beim Weltwirtschaftsforum um Digitalisierung. Diesmal ist es anders, wenn in Davos ab Dienstag die Mächtigen aus Politik und Wirtschaft zum 50. Mal in den Schweizer Alpen tagen. Im Vorfeld wurde zwar auch diesmal der Global Risk Report veröffentlicht, doch zum ersten Mal stellen 5 Klimathemen die größten Risiken für die Erde dar, noch vor Handelskriegen, Massenvernichtungswaffen, Hunger, Terror oder Krankheiten. Es klingt nach Fridays for Future, wenn Davos jetzt lautstark eine sofortige Zusammenarbeit von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft fordert. So als hätte es das in all den Jahrzehnten zuvor nie gegeben. Diese Zusammenarbeit wird hart werden. Hart wie der Ausstieg aus der Kohle oder der bisherigen Landwirtschaft. Denn all das hat ja hohe soziale Kosten. Nicht wenige Bauern haben, wenn mir die Metapher mal gestattet ist, lange auf das falsche Pferd gesetzt. Auf Massendüngung, Massenproduktion, Massentierhaltung, massenweisen Einsatz von Insektiziden. Mit dieser bisherigen Landwirtschaft ist das Artensterben ebenso verbunden wie eine enorme Feinstaub-, Boden- und Wasserverschmutzung. Das zu ändern wird wehtun und Bäuerinnen und Bauern werden daher umso mehr unsere Unterstützung und aktive Hilfe brauchen. Morgen wird all das wieder sichtbar werden, wenn Fridays for Future und Bauernproteste aufeinandertreffen. Doch Auseinandersetzungen und Widersprüche wie diese gibt es beim Ringen um die notwendigen Veränderungen sehr viele. Konferenzen, Proteste, widersprüchliche Meinungen, Tatsachen. Nur was und wie kann sich etwas ändern in einer Welt voll unterschiedlicher Interessen? Und wen interessiert die Wahrheit wirklich? Menschen leiden. Menschen sterben. Ganze Ökosysteme brechen zusammen. Wir stehen am Anfang einer Massenausrottung. Und alles, worüber geredet wird, sind Geld und Märchen vom ewigen Wirtschaftswachstum. Dabei hat die UN 2015 einstimmig die Agenda 2030 beschlossen. Ein Zukunftsvertrag mit dem Titel Transformation unserer Welt. 17 Nachhaltigkeitsziele wurden formuliert. Sie klingen wie der Masterplan eines zukünftigen Utopias. Von Abschaffung der Armut, Hunger und Ungleichheit, über Nachhaltigkeit, Klima- und Umweltschutz bis zu Frieden und Gerechtigkeit. Doch die Politik steht einem Geflecht von Einzelinteressen und Meinungen gegenüber. Das gilt für die Weltgemeinschaft wie auch für unser Land. Beispiel Entwicklungspolitik. Dient sie der Entwicklung zu einer besseren Welt? Behauptet wird, es gehe um die Verbesserung der weltweiten Lebensbedingungen. Die aktuelle Entwicklungspolitik hat wenig mit Entwicklungspolitik zu tun. Wenn ich das genau beobachte, dann habe ich den Eindruck, es geht mehr um Außenwirtschaftsförderung. Es geht aber auch um Sicherheitspolitik, ganz aktuell darum, möglichst Flüchtlinge, Menschen, die hierher gekommen sind, hier Schutz gesucht haben, zurückzuführen. Beispiel Landwirtschaft. Ausgelaugte Böden, Chemieeinsatz, Massentierhaltung, Nitratbelastung und Antibiotika. Dazu Höfe sterben und Klimawandel. Eine Agrarwende scheint unumgänglich. Tiere sind eben nicht nur Rohstoffe und Umweltleistungen und klimaschädliche Auswirkungen, die berücksichtigen wir jetzt auf einmal. Also müssen wir auch eine andere Produktion einführen. Das hat nichts mit den blöden Bauern oder den verrückten Spinnern zu tun. Es ist einfach die nüchterne Analyse. Wir brauchen keine Agrarwende, weil wir eine kontinuierliche Weiterentwicklung hinter uns haben und weitermachen werden. Das gilt für die Agrarpolitik, das gilt aber auch für die Anpassung an den Klimawandel. Beispiel Mobilität. Elektroantrieb oder Mobilitätswende durch Einschränkung des Individualverkehrs. Aber Millionen Bürger sind auf ihr Auto angewiesen. Dazu gerät die deutsche Automobilindustrie unter Druck. Man befürchtet massiven Stellenabbau mit sozialen und ökonomischen Problemen. Kann neue Technologie die Rettung sein? Wir müssen mobil und digital zusammenbringen in einer Kombination. Und da haben wir schon sehr viel Luft nach oben. Technische Lösungen alleine reichen nicht. Obwohl wir so viel Neues Technisches in die Welt gebracht haben, haben wir viele der Probleme nicht gelöst. Wir müssen auch nachdenken über neue Wohlstandsmodelle, die Frage, wie wir gutes Leben entkoppeln von rein materiellen und technologischen Wachstum.
Beispiel Wachstumsökonomie. Der Fetisch des ewigen Wachstums zerstört die Lebensgrundlagen. Denn Wachstum heißt in jedem Fall Ressourcenverbrauch. Doch eine entfesselte Finanzindustrie fordert immer höhere Renditen. Dagegen steht die Idee der Gemeinwohlökonomie und eines grünen Wachstums. Kann es das im globalen Handel geben? Die Grünen sind wirtschaftspolitisch die Meister des magischen Denkens, indem sie den Begriff des grünen Wachstums erfunden haben. Also man könnte auch genauso gut ein lila gepunktetes oder rot-weiß gestreiftes Wachstum haben. Das ist ja Schwachsinn. Wenn wir etwas wirksam für den Klimaschutz tun wollen, dann geht das notwendigerweise heute mit Konsumverzicht einher. Da geht gar kein Weg dran vorbei. Wir brauchen dringend jetzt Wachstumspolitik mit strukturellen Verbesserungen, Steuerentlastungen und Bürokratieabbau. Beispiel Demokratieabbau. Die Schere zwischen Arm und Reich hat sich weltweit in den letzten Jahrzehnten massiv vergrößert. Das führt zu politischen Umbrüchen und einer Krise der Demokratie. Aber auch hier gehen die Meinungen auseinander. Nur durch Überzeugung und positive Erfahrung können wir die Nachwachsenden und die aktiven Menschen natürlich auch, das gilt ja auch für die Erwachsenen, immer wieder neu für die Demokratie gewinnen. Die formalen Institutionen und Prozeduren funktionieren noch, wir wählen, aber diese Autoritäten, die wir wählen, Regierungen, haben nicht mehr die Macht, wichtige Umstände unseres Lebens mitzubestimmen. Wir haben gute Gründe, zuversichtlich zu sein, dass die in wenigen Stunden beginnenden 20er Jahre des 21. Jahrhunderts gute Jahre werden können. Wir haben eine groteske Ungleichheit auf dem Planeten, die sozial und politisch so überhaupt nicht durchzuhalten ist. Und die Kombination von diesen sozialen, politischen, ökonomischen und ökologischen Krisen führt meines Erachtens tatsächlich in eine chaotische Übergangszeit, wie ich glaube. Wir werden euch nicht damit durchkommen lassen. Genau hier, genau jetzt ist es, wo wir die Grenze ziehen. Die Welt erwacht und die Veränderung kommt, ob es euch gefällt oder nicht. Die 20er Jahre. Viele sehr offensichtliche Widersprüche, die sich aus widersprüchlichen Interessenlagen ergeben. Eine Versöhnung ist da kaum in Sicht, eher mehr Auseinandersetzung, Streik und wie in Frankreich auch harte Streiks. Immerhin gibt es so etwas wie Spezialisten auch für diese so komplexen universalen Transformationsprozesse. Und jetzt kommt es darauf an, sie gut zu gestalten. Wie, das frage ich jetzt die Spezialisten. Darauf haben sich nämlich meine Gäste spezialisiert. Ihre Antworten, da bin ich gespannt und ich begrüße herzlich Patricia Nanz. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Vorsitzende der Wissenschaftsplattform Nachhaltigkeit 2030 der Bundesregierung und Professorin sowie Direktorin des IASS, des Instituts für transformative Nachhaltigkeitswissenschaft an der Universität Potsdam. Und sie sagt, die anstehenden Transformationen betreffen gleichzeitig verschiedene Bereiche wie Umwelt, Klima, Soziales, Energie und Digitalisierung. Daher erfordern sie eine ganzheitliche Herangehensweise. Es gilt, sie demokratisch zu gestalten, aus den vielfältigen Erfahrungen der Menschen zu lernen und diese Erkenntnisse für lebenswertere Zukünfte zu nutzen. Dann begrüße ich Stefan Brunhuber, Ökonom und Psychiater, Mitglied des Club of Rome, ärztlicher Direktor der Diakonieklinik für integrative Psychiatrie. Er lehrt und forscht als Professor für Psychologie und Nachhaltigkeit an der Hochschule Mittweida in Sachsen und sagt, Transformation ist möglich, aber individuelle Lebensstilveränderungen und disruptive Technologien reichen nicht aus. Wir brauchen vor allem zweierlei, ein neues, integrales Mindset und noch wichtiger, grundlegende Korrekturen im Aufbau unseres Finanzsystems. Die bisherigen Bemühungen wie der Green New Deal werden da nicht ausreichen. Und ich begrüße Klaus-Otto Scharmer, Ökonom und Aktionsforscher. Er lehrt und forscht an der Management Sloan School des Massachusetts Institute of Technology, MIT in Boston, hat eine weltweit beachtete Theorie der Transformationsprozesse entwickelt und sagt, das Wichtigste, was ich gelernt habe aus all diesen Projekten ist, dass man Systeme nicht ändern kann, solange man nicht auch sein Bewusstsein verändert. Und man kann sein Bewusstsein nicht verändern, ohne das System wirklich zu verstehen und zu erfahren. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Vielen Dank. Lassen Sie mich zu Beginn noch mal anknüpfen an Davos, also wo es ja jetzt einen recht emotionalen im Vorfeld schon Aufruf gab, endlich doch Wissenschaft, Politik, Gesellschaft zusammenzubringen. Frau Nanz, Sie beraten ja die Bundesregierung und übrigens ja nicht nur die Bundesregierung, auch andere Regierungen in Fragen der Wissenschaft und Technologie. Wie schätzen Sie das ein?
Also ich glaube, dass jetzt der Punkt gekommen ist, wo auch die Wirtschaft sozusagen wirklich aufgeweckt ist, weil das Problem sie selbst betrifft. Das heißt, es wird wehtun. Und jetzt ist man gefordert, auch wirklich Maßnahmen zu ergreifen und zu handeln. Ich bin noch nicht sicher, ob man genau weiß, wohin man geht. Und die Frage ist, wie man wirklich zu, Sie haben es gerade genannt, kollaborativen Prozessen, Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik gelangt und vor allem die Schnittstellen so gestaltet, dass sie wirklich auch funktionieren. Im Augenblick ist es so, beispielsweise die Wissenschaft Erkenntnisse hat, die sie dann in Berichten niederschreibt und dann der Regierung übergibt. Diese Schnittstelle funktioniert aber nicht, weil die Berichte meistens in den Schubladen landen und wenig Effizienz erzeugen. Das heißt, wir müssten eigentlich dialogische Schnittstellen haben an allen Bereichen, um gemeinsam ko-kreativ, wenn Sie so wollen, zu Lösungen zu kommen, die eben nicht schon dem entsprechen, was wir schon kennen. Wir müssen also sozusagen im Grunde genommen die Systeme selbst verändern, um überhaupt zu Lösungen zu kommen. Gut, da werden wir ja später noch mal genauer überlegen, wie das möglich ist. Herr Sharma, wie schätzen Sie das ein? Davos und diesen Aufruf und ja, die Chance, dass jetzt wirklich was in Bewegung kommt. Also wenn man in Davos gewesen ist, das Erste, was man mitkriegt, ist, dass es eigentlich zwei Davos gibt. Das eine ist, was für die Medien und die Öffentlichkeit gemacht wird, also die öffentlichen Veranstaltungen. Und das andere sind die Private Meetings, also die hinter den Kulissen. Die auch ihre Funktion haben, aber wo dann Themen natürlich auch anders diskutiert werden. Und ich denke, das Problem mit der, also dass diese fünf Themen jetzt front, also sozusagen vorne stehen. Ja, wir haben ja auch von dem BlackRock CEO sozusagen gestern den Brief gesehen, wo er wieder darauf hingewiesen hat, dass das eigentlich das Hauptthema ist, wo er alle CEOs aufruft, aktiv zu sein, ja, während er gleichzeitig sein Portfolio auch noch nicht wirklich verändert hat. Das würde mich wirklich mal interessieren, in was er da alles investiert. Und ich wette, da sind einige Dinge, die eigentlich nicht damit vereinbar sind. Ja, also ich denke, was ich gelesen habe, so ungefähr 25% seines Portfolios ist nicht damit vereinbar. Aber auch das ist ja noch akzeptierbar, wenn das der Anfang ist einer Transformation. Nur, was wir bisher gesehen haben, ist, dass, ich sag mal, der ganze Nachhaltigkeitsdiskurs und auch der ganze Corporate Social Responsibility Diskurs eigentlich nicht zu einer Transformation des Verhaltens geführt hat und eigentlich nur dazu geführt hat, mehr vom Gleichen zu machen. Ich denke mal, das ist also das erste Problem, was wir da haben, ja, dass wir es eigentlich mit der Notwendigkeit, also das erste Transformationserfordernis, was wir haben, ist die Transformation der Ökonomie in Richtung einer solidarischen und nachhaltigen Ökonomie. Und die kommt durch das, was wir bisher gemacht haben, nicht in Gange. Ja. Da sind wir bei Ihnen, Herr Brunnhuber. Weltakademie der Wissenschaften sind Sie Mitglied, von Einstein gegründet vor 60 Jahren. Speziell also mit Finanzen und Nachhaltigkeit befassen Sie sich. Eigentlich kennen wir diese Themen doch, ich bin jetzt mal vorsichtig und sage mal seit 20 Jahren. Wahrscheinlich kann man noch weiter zurückgehen. Ja. Frau Sharma hat es schon angesprochen. Ich meine, die Sollbruchstellen, die sich hier auftun, wenn es um Transformationsprozesse geht, die stehen aus der Sicht der Initiative in erster Linie zwischen der Art und Weise, wie die Geld- und Finanzarchitektur aufgebaut ist, eigentlich und dem kompletten Rest. Ja? Realökonomie, Corporate Social Responsibility, politische Systeme, aber auch Technologie, Lebensstilmodifikationen, all das wird im Grunde genommen übersteuert über die Art und Weise, wie wir das Finanzsystem aufbauen, wie wir es reguliert haben und wie wir dort die wichtigen Anreizstrukturen schaffen, zugunsten von Nachhaltigkeit oder zu ihren Ungunsten. Das hat Larry Fink auch gestern noch mal deutlich gemacht. Und wenn wir uns das Thema an der Stelle nicht so zutrauen, dass wir die Frage stellen, welche Finanzarchitektur benötigen wir, um Realökonomie nachhaltig zu machen, um Lebensstile Nachhaltigkeit zu machen, um Governance nachhaltig zu machen, dann wird uns die Transformation, glaube ich, nicht gelingen. Das setzt aber voraus, dass diejenigen, die diese Frage stellen, auch bereit sind, die Antworten zu hören und sich unter Umständen zu ändern. In der Tat. Und da haben wir von Seiten der Akademie, wie auch von Seiten des Club of Rome, Vorschläge gemacht, genau darüber zu sprechen, dass die bisherigen Finanzinstrumente nicht ausreichen. Und auch die, die wir derzeit an der EU oder in Amerika im Umfeld des Green New Deal diskutieren, wichtige Schritte sind, aber nicht auch ausreichend, wenn Sie bedenken, dass wir faktisch 8 bis 12 Jahre zur Verfügung haben. Ja, wir haben keine 100 Jahre. Und 8 bis 12 Jahre heißt,
dass wir grob eine Dekade haben, um die Welt zu verändern. Ja, und dann müssen wir die Bedeutung des Finanzsystems an Bord haben. Ich benutze das jetzt nur mal als Metapher, als der Umsturz der DDR kam, also überhaupt der Mauerfall, die ganze Bewegung im Ostblock, die Auflösung mit den Folgen. Da gab es ja schon einige Leute, die nicht nur aktiv daran beteiligt waren, sondern die gesehen haben, das ist am Ende. Das System ist eigentlich kaputt. Dann gab es natürlich einen Großteil der Träger dieses Systems, die weitergemacht haben, als sei nichts geschehen. Mein Gefühl ist, dass wir uns in derselben Situation befinden. Es gibt sehr viele Menschen, die sagen, das System ist kaputt. Das seht ihr doch. Es funktioniert doch hinten und vorne nicht mehr. Aber wie man es auch immer nennen will, den Apparat hätte man wahrscheinlich in den 60er Jahren gesagt. Also der Apparat rollt einfach weiter. Das würde mich kurz mal interessieren, wie Sie das einschätzen alle. Herr Skobel, nicht ganz. Die Situation 89 war insofern eine andere, als wir eigentlich weltweit ein Gegennarrativ hatten. Ein Gegennarrativ von Demokratie, Rechtsstaat und Neoliberalismus. Ja, die Voraussetzungen, von denen nicht alle gut waren, aber wir hatten Gegenmodelle. Aber wir hatten Gegenmodell, ja. Die Situation ist jetzt eine andere. Jetzt geht es um eine Transformation in einen Raum hinein, bei dem wir eigentlich gar keine demokratischen Mehrheitsverhältnisse haben. 50% der Weltbevölkerung in autokratischen Systemen lebt und das Finanzsystem alles übersteuert. Das heißt, uns fehlt eigentlich das Narrativ. Oder? Also ich glaube, es fehlt nicht nur das Narrativ, sondern es fehlt eigentlich auch viel mehr. Wir müssten ja eigentlich ein neues System haben, die uns die Möglichkeit gibt, andere Lösungen zu gestalten, auch zu formulieren. Ich glaube, dass es heute in der Tat anders ist als damals, weil wir vor Herausforderungen stehen, wo vieles miteinander verwoben ist. Wie ich ja sagte, es gibt sozusagen, das geht ja nicht nur ums Klima, sondern es geht zugleich um Soziales, es geht um verschiedene Wenden, Agrarwende, Verkehrswende, Energiewende und alles zugleich muss sich transformieren. Und diese Komplexität ist ja was ganz anderes, als wenn man ein Ozonloch schließen will, indem man einfach durch FCKW in Sprühdosen und Kühlschränken verbietet. Eine bestimmte Sache, dann hat man ein wissenschaftliches Ergebnis, was zu verbieten ist, dann verbietet man es und das Ozonloch innerhalb von 20, 30. Also kein Narrativ war die eine Antwort, zu hohe Komplexität ist Ihre Antwort, Herr Schamer? Meine Antwort ist, was uns fehlt, ist eigentlich ein Gesamtkonzept, was also den Kapitalismus transformierend denkt. Ja? Also was im Grunde was zu tun hat mit unterschiedlichen Akupunkturpunkten. Also genauso, wenn sozusagen der Begriff der Hebel- oder Akupunkturpunkte ist ja etwas, dass es nicht nur eine Sache ist. Also ich stimme dir zu, das Finanzsystem ist natürlich entscheidend, aber es ist auch nicht das Einzige. Ich denke da selber im Sinne von 7 unterschiedlichen Akupunkturpunkten, wo die von einer linearen zu einer zirkulären Ökonomie, sozusagen die regenerative Landwirtschaft, wo bedingungsloses Grundeinkommen, wo eine neue Finanzökonomie, wo sozusagen wir ganz neue Ansätze für Technologie brauchen, wo wir neue Wohlstandsmodelle, aber eben auch neue Führungsmodelle, wo wir eigentlich von dem Silo-weisen Organisieren, von Institutionen mehr zu, was du ko-kreativ genannt hast, hinkommen. Und wo am Ende sozusagen wir insbesondere zu neuen Koordinationsformen kommen, die nicht auf, ich sage mal, Shareholder Value basieren, sondern die darauf basieren, eigentlich gemeinsam zu einem Grundverständnis und zu einer gemeinsamen Intention, wo wir bestimmte Systeme hinentwickeln wollen. Wir haben ja heute in der Sendung den Luxus, dass wir ein bisschen darüber reden können, wie man das Ganze macht, ohne jetzt vollkommen in die Tiefe gehen zu können. Das haben wir zum Teil in anderen Sendungen schon gemacht. Und die erste Frage, die natürlich auftaucht, ist die nach den Hemmnissen. Die vielen notwendigen Veränderungen und Transformationen, über die wir jetzt gerade ja auch schon gesprochen haben, die anstehen, die existieren ja nicht im luftleeren Raum. Die haben einen gemeinsamen, großen Rahmen, sind nämlich Teil eines wahrhaft universellen Geschehens, der Evolution. Und egal, was wir tun, alles ist immer Teil von globalen evolutionären Veränderungsprozessen, denen die Welt seit ihrem Bestehen unterliegt. Da erinnern wir auch nichts dran. Es gibt kein Leben ohne sie, aber auch die Hindernisse, das, was uns also hemmt und daran hindert, endlich zu handeln, obwohl wir sehen, dass wir handeln müssten, hat mit diesen Evolutionsprozessen zu tun, die ja einst die vielfältige Komplexität des Lebens überhaupt hervorgebracht haben.
Warnungen gibt es genug. Aber was muss passieren, damit wir unsere Lebensweise ändern? Reagieren wir erst im Moment der Katastrophe? Der Philosoph Hans Jonas schrieb in seinem Werk Das Prinzip Verantwortung: Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlungen verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden. Warum fällt es Menschen so schwer, umzudenken und anders zu handeln? Wissenschaftlich betrachtet haben wir trotz 10.000 Jahren Kulturgeschichte eine Jäger- und Sammler-Hardware im Kopf. Ein fatales Erbe unserer Evolution ist der bedenkenlose Ressourcenverbrauch. War in der Frühzeit der Menschheit die Natur wie ein grenzenloser Selbstbedienungsladen, hat sich das unter 8 Milliarden Menschen dramatisch geändert, nur unser Verhalten nicht. Und während Selbstbeschränkung zum Wohle der eigenen Kinder evolutionär verankert ist, stößt Selbstbeschränkung für eine ganze nächste Generation auf Widerstand. Unsere Jäger- und Sammlerpsyche hat eine Kultur erschaffen, die nur um den Gegenwartspunkt kreist. Alles wird diktiert von unmittelbaren, kurzfristigen Erfordernissen. Im Gegensatz zu den Generationen der Vergangenheit leben wir in einer Wissensgesellschaft, die uns eindeutig die Konsequenzen unseres Handelns zeigt. Aber wir ignorieren dies. Unsere Jäger- und Sammlerpsyche dominiert über Vernunft. Verleihung der Goldenen Kamera 2019. Greta Thunberg hält eine emotionale Rede. Das Publikum zeigt sich betroffen. Es folgt langer Applaus. Nur wenige Minuten später wird die Jungschauspielerin Milena Czarnecke ausgezeichnet und erhält vom Sponsor VW einen SUV geschenkt, als wäre nichts gewesen. Und wieder Applaus. Kognitive Dissonanz heißt das in der Sozialpsychologie. Der Mensch ist konfrontiert mit Wahrnehmungen, Meinungen und Wünschen, die nicht miteinander vereinbar sind. Und wir verharren in diesen Dissonanzen. So geben bei Umfragen 83% an, für strengere Gesetze im Fischfang zu sein. Aber nur 37% sagen, sie würden weniger Fisch essen. Bereits Aristoteles prägte den philosophischen Terminus Akrasia, Handeln wider besseren Wissens. Warum unterscheiden sich Wertvorstellungen so häufig vom alltäglichen Handeln? Offenbar ist das Gehirn des Menschen auf eine Weise verschaltet, dass es Dinge, die schmerzhaft oder quälend sind, ignoriert und verdrängt. Evolutionär war dies sinnvoll, hat aber angesichts der heutigen globalen Probleme fatale Folgen. Ein ebenfalls evolutionäres Verhalten, die Angst vor Veränderung. Die Angst vor einer Ökodiktatur ist größer als vor der Klimakatastrophe, die für den Einzelnen abstrakt bleibt, wie ein Science-Fiction-Szenario. Reale Risiken werden so durch irrationale Ängste überdeckt. Den vergleichsweise wenigen Opfern von Terrorismus und Gewaltkriminalität stehen beispielsweise jährlich 19.000 Opfer in deutschen Krankenhäusern gegenüber. Laut AOK-Krankenhausbericht Todesfälle durch Behandlungsfehler. Hitze Sommer 2018. Allein in Berlin starben 500 Menschen. Weltweit sterben jährlich laut WHO 7 Millionen Menschen an den Folgen der Luftverschmutzung. Panik erzeugt das nicht. Verantwortlich dafür sogenannte Schockrisiken. Angst war wichtig in der Menschheitsgeschichte, als wir in kleinen Gruppen lebten. Der plötzliche Tod eines Teils der Gruppe konnte das Überleben gefährden. Sind aber die Opfer über einen längeren Zeitraum verteilt, wird dies als weitaus weniger dramatisch empfunden. Krisen weltweit können nicht mehr national gelöst werden. Sie könnten im besten Fall zu einer kooperativen Weltgemeinschaft führen. Dem entgegen steht der Mensch, der evolutionsgeschichtlich darauf konditioniert ist, in Sippen, in kleinen Gemeinschaften zu leben und auf diese, also seine Gruppe, sein Interesse zu projizieren. Dabei gilt, je einflussreicher die Interessengruppe, desto größer die Durchsetzungskraft. Steht einer existenzsichernden Transformation auf nationaler und globaler Ebene unser evolutionäres Erbe im Weg? Die Überlebensstrategien der Savanne passen nicht mehr in unsere globale Zivilisation.
Das klingt ja ein bisschen fatalistisch, Herr Brunhuber. Aber klar ist ja, wir haben schon gesprochen über strukturelle Probleme, die uns hindern, also das Wirtschaftssystem zum Beispiel oder dass Politik uns Bürger als Konsumenten betrachtet, solche Sachen. Ja, ja. Und jetzt haben wir gerade gesehen, es gibt auch individuelle Hindernisse, also Hindernisse auf der individuellen Ebene. Das sind Biases, das sind Gefühle, die uns in die Quere kommen. Auf dieser individuellen Ebene, was würden Sie sagen, ist für Sie das größte Hindernis, diese Transformation wirklich gut in Gang zu bringen? Sie haben ja in dem Einspieler bereits zahlreiche Ambivalenzen beschrieben, also Widersprüche oder Situationen, die nicht ohne weiteres auflösbar sind. Mhm. Diese Ambivalenzen gehen nicht weg, die bleiben da. In der realen Welt. Die Frage ist, wie gehen wir mit Ambivalenzen oder unauswegbaren Situationen um? Und das müssen wir lernen. Der diensthabende Kapitän auf der Titanic, es berichtet, der, als er den Eisberg gesehen hat, hat einen 20-sekündigen Totschallreflex gezeigt. Mhm. Er war 20 Sekunden gewissermaßen ohne jede Reaktion und hat erst dann reagiert. Mhm. Und 20 Sekunden ist viel Zeit. Ja. Und reflexartig auf solche Ambivalenzen reagieren ist eine Form. Eine andere ist Flucht und Kampf. Mhm. Aggression. Und eine dritte ist, dass wir vielleicht anfangen, zunächst einmal innezuhalten. Vielleicht eine Pause einzulegen, uns zurückzunehmen. Vielleicht auch das, was Otto Scharmer auch später beschreibt, einfach mal achtsam zu sein, dass Ambivalenzen zum Leben gehören und dass wir dafür Lösungen finden müssen, die teilweise im Individuellen, aber eben teilweise auch im systemischen Leben. Ist das, sorry, wenn ich das so platt frage, ist das eine völlig falsch verstandene Aufklärung, die wir da im Kopf haben? So nach dem Motto, dass die Aufklärung uns gesagt hat, Leute, jetzt reißt euch mal zusammen. Wenn ihr euch zusammenreißt, dann könnt ihr das alles verstehen, dann könnt ihr das rational klären und besprechen. Und jetzt merken wir, verdammt, trotz unserer tollen Technologie, das funktioniert so nicht. Ja, ich denke auch. Also, wie es so allgemein heißt, wir leben jetzt in einem neuen Zeitalter, im Zeitalter des Anthropozäns. Und damit verändern sich die Spielregeln für uns als Individuen, für Wirtschaft, für Politik, für die Finanzsysteme und für die Art und Weise, wie wir denken, wie wir arbeiten, wie wir Mobilität organisieren, eigentlich so ziemlich alles. Mhm. Und zu den zentralen Kriterien dieses neuen Zeitalters gehört, dass alles mit allem vernetzt ist und damit komplex wird. Und dass alles mit allem innerhalb von geschlossenen planetarischen Grenzen stattfindet. Und das erhöht den Komplexitätsgrad und damit auch die Art und Weise, wie wir mental mit solchen Phänomenen umgehen. Ich glaube, dass wir zum einen sozusagen anders mit Zeit umgehen lernen müssen, aber auch mit Raum. Also Zeit, da meine ich damit, dass wir sozusagen unser Verhalten hat Auswirkungen auf spätere Generationen. Das müssen wir mit berücksichtigen, nicht nur unsere Kinder, sondern auch weitere Generationen. Und zeitliche, dass wir eben unser Handeln hier in Deutschland Auswirkungen hat auf Gesellschaften, die ganz weit weg sind. Diese Entgrenzung von Raum und Zeit ist relativ neu. Und das heißt, wir müssten Solidaritäten ausbilden, die viel größer sind, als wie in dem Einspieler sich auf eine Sippe bezieht oder auf eine Familie bezieht. Ich glaube, dass wir dazu in der Lage sind. Die Sache, aber das selber, ist eine Herausforderung. Die Sache selber ist ja nicht neu. Also Kolonialismus hat sich auch früher ausgewirkt. Was Neues ist, dass wir das bemerken, in Echtzeit sozusagen mitkriegen. Ja, ich glaube trotzdem, dass sich die Komplexität erhöht hat und dass es sozusagen noch viel tiefgreifender ineinander verwoben ist. Und dass wir im Grunde genommen immer öfter schnelle Entscheidungen treffen müssen, die aber einen viel größeren Zeitraum betreffen. Mhm. Auch dazu sind wir eigentlich noch nicht befähigt. Das alles, glaube ich, können wir ausbilden, aber wir müssen es aktiv angehen. Und die Frage ist, wie wir das sozusagen gestalten. Und zwar ist die individuelle Komponente nur eine. Klar. Die andere ist ja quasi die Hardware. Wir brauchen also einen kulturellen Wandel. Und der vollzieht sich zum einen als Haltung, wie Sie gerade beschrieben haben. Mhm. Also das Individuum. Auf der anderen Seite geht es natürlich auch um die Strukturen zu schaffen. Nicht nur im Sinne von Bildung, sondern auch jedes System hat bestimmte Strukturen, die es Verhaltensweisen leichter oder schwerer macht. Also wenn ich es ganz einfach übersetze, heißt das, Leute, ihr müsst erstens an euch selber arbeiten, aber ihr müsst gleichzeitig genauso an den Strukturen, zum Beispiel an politischen Entscheidungen und Veränderungen arbeiten. Herr Scharmer, wie sieht das von Ihrer Warte aus? Ja, ich würde das ganz ähnlich sehen. Und der Hintergrund, damit hatten Sie ja angefangen, ist ja eigentlich das Phänomen, dass wir zwar die 2030-Agenda haben und das Paris Agreement, und wir wissen auch fast alle Lösungen schon, die zur Umsetzung notwendig sind, aber dieses Wissen kommt nicht ins Handeln. Mhm. Ja? Also das ist das, eigentlich die Entkopplung zwischen dem, was wir denken und was wir tun, ist eigentlich das sozusagen zwischen Kopf und Hand, ist eigentlich das Grundproblem. Mhm. Und
Was ich glaube, ist, dass es der einzige Weg, das Problem zu lösen, ist die Aktivierung der Intelligenz des Herzens. Ja? Also die Verbindung zwischen diesen beiden Ebenen. Und das hat sozusagen Mikro- oder Meso-, aber auch Makro-Implikationen. Ja? Also wenn ich da gerade mal nachhaken darf, das, was Sie gesagt haben, verwechseln ja, glaube ich, viele Menschen damit, dass sie sagen, aha, was uns hilft, ist Moral. Weil Moral soll ja irgendwie unser Gewissen verändern oder beeinflussen und dadurch auch unser Handeln. Aber das ist nicht das, was Sie gar meinen. Nicht. Nein, nee, das meine ich gar nicht. Sondern was ich meine, ist eigentlich einen stärkeren und tieferen Kontakt zur Wirklichkeit. Ja? Also im Grunde die Entkopplung zwischen dem, was wir denken und dem, was wir tun, hat ja was mit einem Disconnect zu tun. Mhm. Hat damit zu tun, dass wir eigentlich das, was wir tun, nicht sehen können. Ja? Und dass es da keine Verbindung gibt. Mhm. Und also da würde ich sagen, gibt es eigentlich zwei wesentliche Implikationen. Das eine ist, dass wir alle neuen Ökonomien, die ökonomische Transformation, haben wir ja schon drüber, ist eine sozusagen von, würde ich mal sagen, drei Haupttransformationen, mit denen wir es heute zu tun haben. Da hängt am Ende ja alles an eigentlich die neuen Kooperationen oder die ko-kreativen Formen, wie wir die wirklich auf die Straße kriegen. Ja, sozusagen eigentlich von einem Silo-Denken zu einem ko-kreativen Handeln zu kommen, wenn wir die unterschiedlichen Stakeholder zusammenbringen. Und das wiederum bedarf einer sozialen Technik. Das passiert nicht dadurch, dass man sich das wünscht. Ja, ich habe ja auch Angst, wenn ich gebe ja dann Bereiche der Macht, Bereiche, die ich kontrolliere, ab, wenn ich das mache. Es erfordert Innehalten, Umwenden und Loslassen. Ja, also das sind die inneren Gesten. Und das ist etwas, wo wir eigentlich heute wenig Unterstützung für haben. Und diese Unterstützung, denke ich mal, muss es geben, sowohl jetzt im Sinne von Kommunikations- und führungskooperativen Führungstechnologien. Mhm. Aber die Makroebene, das hast du ja schon eben auch genannt, es ist eben nicht nur, wir haben das ja auch gehört, also alle Leute, die wollen was anderes, aber die tun es nicht. Und das liegt eben nicht nur daran, dass man sagt, ja, siehst du mal, wie schlimm die Leute wieder sind. Die sagen das eine und machen das andere. Mhm. Es liegt eben auch daran, dass wir unter den jetzigen Verhältnissen überhaupt nicht die Wahlmöglichkeit haben, zum Beispiel zwischen einer industriellen Landwirtschaft und einer regenerativen Landwirtschaft zu wählen. Ja. Wenn man diese Wahl vorlegt, haben 80%, das haben wir aus Bayern gelernt, 80% der Menschen die gleiche Meinung. Ja? Ja. Keiner will sich vergiften, keiner will die Tiere quälen, keiner will die Böden kaputt machen, keiner will das Grundwasser verseuchen, keiner will sozusagen die Lebensgrundlagen für seine Kinder zerstören. Und das ist genau das, was wir tun. Und das hat etwas, also diese Frage zielt eigentlich, führt hin zu einem zweiten Thema, nämlich die zweite große Transformation, mit der wir es heute zu tun haben. Und das ist die Weiterentwicklung der Demokratie. Da kommen wir gleich noch drauf. Darf ich da nochmal nachfragen, Otto Schaber? Auch der, im Grunde genommen sagst du ja, dass auch der Bewusstseinswandel, ja, und die Veränderung des Bewusstseinsschwerpunkts am Anfang des Transformationsprozesses steht. Nun wissen wir aber auch, dass vielleicht 3 oder 5% der Bevölkerung, die eine Veränderung auf individuellem Bewusstseinsebene hinbekommen, auch ein anderes Verhalten zeigen. Mhm. Ja? Also nach dem Motto, wir tun das Richtige im Falschen. Aber es sind eben nur die 3 bis 5%. Was sehr wenig ist. Ja, die anderen 95% bedürfen eines sozialen Mechanismus, wie du es beschreibst, oder im Grunde genommen einer Anreizstruktur, die es ermöglicht, genau diese Transformation auch demokratisch mitzubegleiten und einzuläuten, damit nicht nur 3 oder 5%, sondern dass 7,5 Milliarden Menschen 7 Tage, 24 Stunden sicher sein können, dass sie auf dem richtigen Weg in eine richtige Zukunft sind. Und da sind wir sozusagen nicht mehr auf der Ebene des Bewusstseinsschwerpunkts, sondern eigentlich auf der Ebene der Institutionen und bei meinem Thema eben auf der Ebene der Finanzarchitektur. Ich mache mal einen Schnitt, weil ich würde uns jetzt gerne mal angucken, was Sie vorschlagen. Also wir haben ja gesagt, Transformationsprozesse, die wir heute zu bewältigen haben, sind komplex. Und das bedeutet eben, dass sie mehr als nur kompliziert sind, weil nämlich die einzelnen Elemente und Aspekte der unterschiedlichen Systeme, mit denen wir es zu tun haben, also Klimapolitik, vor allen Dingen Wirtschaft, miteinander wechselwirken und sich gegenseitig verändern. Entsprechend anpassungsfähig
und zugleich natürlich genau beobachtend und praxistauglich muss auch eine Theorie der Transformationsprozesse sein. Und eine solche Theorie, die genau das leistet, ist die von Herrn Sharmer. Eine der weltweit bekanntesten und in der Praxis erprobten Theorien, die Theory U, also auf Deutsch Theorie U, die Klaus-Otto Sharmer entwickelt hat. Und die wesentlichen Elemente wollen wir uns jetzt mal kurz angucken. U. Ausgangspunkt seiner Theorie ist der sogenannte blinde Fleck, das, was wir noch nicht sehen, das ungenutzte Potenzial der Wissensquelle, aus der Menschen heraushandeln. Diese Quelle kann laut Sharmer als Hebel zur Veränderung genutzt werden. Um das zu erreichen, erfordert es mehrere Schritte. Der erste Schritt der Theory U ist das Herunterladen. Es geht darum zu erkennen, dass man bei jeder Bewertung einer Situation unbewusst persönliche Erfahrungen und Gedächtnisinhalte abruft. Die Folge: Die Situation wird auf Basis eingefahrener Denkweisen und vorgefasster Muster automatisch rein subjektiv bewertet. Im zweiten Schritt heißt es innehalten, mit neuen Augen auf eine gegebene Situation und die Fakten schauen, ohne sie zu bewerten. Danach gilt es, in einen ersten Dialog mit anderen Menschen zu treten. Wichtig dabei, sich in das Denken anderer Menschen einzufühlen, die fremden Ideen und Vorstellungen des Gegenübers unzensiert aufzunehmen, ihr Potenzial zu erkennen. Nach diesen drei Phasen kann die Gegenwärtigung beginnen, der zentrale Punkt in Sharmers Theorie. An dieser Stelle werden Vorstellungen, Vorurteile, Gewohnheiten reflektiert und verändert. Der Fokus der Aufmerksamkeit liegt in der gegenwärtigen sinnlichen Erfahrung und in der Reflexion. Beides ermöglicht tiefer an die Quelle der eigenen Identität zu gelangen. Wer bin ich wirklich? Wofür mache ich etwas? Wie möchte ich Nutzen und Sinn stiften? Die Gegenwärtigung ist die zentrale Stelle der Theorie, an der durch Kreativität der Aufmerksamkeitsfokus umgelenkt wird, Richtung Zukunft. Nach Bestimmung von Vision und Intention können die neuen Konzepte durch die bewusste Verbindung der drei Ebenen Kopf, Herz und Hand zunächst mit Hilfe von Prototypen erprobt und entwickelt werden. Die neuen Ideen und Lösungsansätze müssen nun im Alltag weiter verdichtet werden. Erst nach diesem wichtigen Prozess, diesem Feintuning, sind Sie bereit für die Anwendung in der Praxis. Der Kern der Vergegenwärtigung, im Original Pre-Sensing, bedeutet also die Veränderung des Bezugsrahmens. Von der Fokussierung auf das eigene Ego hin zum Blick auf die Gesellschaft als Ganzes, von der eigenen Nation auf die Weltgemeinschaft. Wir könnten jetzt eine ganze Stunde zubringen, das zu erklären, was wir hier so sehr kurz zusammengefasst haben. Abgesehen davon, dass es ja noch jede Menge Hindernisse gibt, die uns hindern daran, das umzusetzen. Sehr vereinfacht gesagt kann man doch sagen, die Veränderung geschieht in einem Prozess, in dem ich erwache, in dem ich anders wahrnehme. Und die technokratischen Lösungen oder die Lösungen von Experten oder das, was ich mir vorher ausgedacht habe, was ich runterlade, das hilft mir in dem Moment nicht mehr. Da geschieht irgendetwas anderes. Was geschieht da in dem Moment? Stefan, du hattest ja eben in unserer Zwischendiskussion eine interessante Frage gestellt, die mit Ihrer Frage da zu tun hat. Nämlich, genau. Was würde passieren, wenn plötzlich ganz viele Menschen so weit entwickelt wären wie der Dalai Lama, sozusagen als Individuen, aber sich unsere systemischen Strukturen nicht verändern? Oder was würde passieren, wenn alle Menschen plötzlich Mindfulness Practices benutzen würden? Und ein Beispiel dafür ist ja, ich sag mal, Goldman Sachs, jetzt sozusagen mit Mindfulness Practices. SAP. Warum genau sollen wir da jetzt begeistert sein? Weil also die gleichen eigentlich klimaschädlichen Praktiken nur noch mit noch größerer Effizienz. Der Sniper kann besser schießen, wenn er mindful ist. Genau. Und deswegen, worauf diese Beobachtung und diese Frage eigentlich zielt, ist, dass heute eigentlich was anderes notwendig ist als nur individuelle Weiterentwicklung. Die ist natürlich die Voraussetzung, aber die ist eine notwendige, keine hinreichende Bedingung. Und worum es heute eigentlich geht, ist die Kraft
der Achtsamkeit nicht nur für die individuelle Kultivierung einzusetzen, sondern für systemische Transformation. Das heißt, und das ist letztendlich, was der U-Prozess macht. Das heißt, Sie kriegen auch Unternehmen mit ihren Strukturen, mit ihrer Hardware dazu, sich zu verändern. Ja, also alle Unternehmen, egal welche Branche sie gehen, haben eigentlich das gleiche Problem. Nämlich, dass um erfolgreich zu sein, du dich eigentlich in einem neuen Ökosystem von Partnern entwickeln, verändern musst, wo die Interaktionsweisen heute eigentlich stattfinden mit dem Silo-Bewusstsein und wo eigentlich die Innovationsprozesse, die wir brauchen, nur durch ein gemeinsam realisiertes systemisches Denken, sozusagen durch eigentlich einen Entwicklungsweg realisiert werden kann, wo wir von einer Silo-Perspektive zu einem System. Also oder aus meinem Turm Eco raus. Eco, genau, ja. wo ich aus meinem Turm rauskomme. Und ich kenne nicht das Ende des Prozesses. Ich meine, das ist doch genau das, was vielen Angst macht. Wir haben ja am Anfang, haben Sie ja gesagt, wir haben kein Narrativ. Das heißt, auch die Wissenschaft kann uns in dem Punkt nicht helfen und sagen, so, das wird jetzt, wenn du dich schön brav anstrengst und so weiter, wird das so und so enden. Also dieser offene Prozess, der macht ja vielen Menschen Angst. Ja, der macht vielen Menschen Angst und der hat ja was auch mit einer Fähigkeitsschulung zu tun, eigentlich an die tieferen Quellen der eigenen Kreativität ranzukommen. Ja? Und das ist genau also dieses Innehalten, das Umwenden. Im systemischen Zusammenhang heißt es, die richtigen Leute zusammenzubringen, sozusagen alle Stakeholder, die du brauchst zur Veränderung eines Systems. Also zum Beispiel für Nahrungsmittelwüsten in Sao Paulo waren das 50 unterschiedliche Organisationen, die dann sozusagen, das ist dann sozusagen da eigentlich eine gemeinsame Intention, da was zu tun. Sozusagen, das ist der erste Schritt. Der nächste Schritt ist, in die gemeinsamen Wahrnehmungsräume einzutreten, eigentlich das System sehen zu lernen aus all den unterschiedlichen Sichtweisen, sozusagen die Wurzelprobleme, die Root Issues sozusagen zu verstehen. Und dann eigentlich in eine Vertiefung dieser Wahrnehmungsräume, in Willensbildungsräume reinzugehen. Nämlich, was wollen wir hier eigentlich? Ne? Sozusagen, was sind eigentlich Zukunftsbilder, sozusagen, die einige von diesen Grundproblemen, die wir gesehen haben, anders adressieren? Und dann eigentlich die neuen Lösungen im Tun zu erproben. Ja? Also die Zukunft im Tun zu erproben. Das ist im Grunde dieser Prozess. Also was fehlt, sind nicht die Anreize sind auch etwas, aber das war eigentlich nicht das, was ich sagen wollte, sondern was fehlt, sind eigentlich die Institutionen, sozusagen, die richtigen Stakeholders sozusagen zusammenbringen. Und dann eigentlich soziale Prozesse, die eigentlich von dieser Silo-Perspektive sozusagen in gemeinsame Co-Kreation kommen. Da haben Sie ja viel mit zu tun, Frau Nass. Ja, da habe ich sehr viel mit zu tun und ich will dem etwas widersprechen, weil in meiner Erfahrung ist es so, ich habe ganz viele Prozesse derart gemacht, immer wieder Stakeholder zusammengeholt und selbst wenn man sozusagen es schafft, sie nicht nur zu überzeugen, sondern dass sie dann zurückgehen in ihre Systeme, anders als sie reingekommen sind, schaffen sie es nicht, die Systeme selber zu verändern. Also die Veränderung ist einfach, das geht nicht über einzelne Personen. Das heißt, wir brauchen eigentlich veränderte Strukturen. Und wenn wir davon ausgehen, dass es eben keine Blaupause geben kann, die wir technokratisch über die Gesellschaft stülpen. Also erstens, weil dass man vorher weiß, wie es genau, es gibt keine Experten, die wissen, das ist die Blaupause für die tiefgreifende Transformation, die vor uns steht. Das gibt es einfach nicht. Was ja sehr verstörend ist, weil die meisten Leute erwarten von der Wissenschaft, den Wissenschaften, dass sie ihnen genau sagt, Leute, das müsst ihr machen, dann wird alles gut. Das gibt es das nicht. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass Transformationen on the ground, sozusagen lokal oder regional bereits stattfinden. Ja? Und dass es jede Menge sogar. Genau. Und dass es gilt, davon zu lernen. Das heißt, wirklich reinzugehen in die lokalen Initiativen, die regionalen Initiativen weltweit. Sie haben am Anfang den Einspieler gehabt mit der UN, mit dem Minister Müller. Die haben Accelerator Labs weltweit eingeführt, wo sie eben Beschleunigungslabore lokal, 60 an der Zahl, auserkoren haben, die haben sie gescoutet und die versuchen jetzt diese Lösungen, die da entstehen, zu übertragen durch Lernprozesse und dann möglicherweise hochzuskalieren. Ich glaube, das ist ein Weg, den wir uns sowieso überlegen müssen, dass wir verschiedene Skalen von realen Problemlösungen bis zu nationalen, supranationalen. Also das funktioniert auf einer Stadtebene, aber das funktioniert nicht nur auf einer staatlichen Ebene, zum Beispiel solche Sachen. Genau, Mobilität können wir genauso nehmen, oder? Ja. Das ist die eine Frage. Die andere Frage ist, wenn
wenn wir davon ausgehen, dass diese Kreativität in der Gesellschaft bereits vorhanden ist, dann müsste man ja als Staat sagen, wie schaffen wir es, uns zu öffnen, den Innovationskraft und der Kreativität der Gesellschaft. Das kann man entweder tun über die Skalierung, wie ich es gerade beschrieben habe, oder indem ich zum Beispiel Räte einberufe von Zufallsbürgern, beispielsweise in Frankreich jetzt so geschehen, ein Klimarat, der tagt bis April. Wo wir sehen werden, ob er andere Ergebnisse zeitigt als unser Klimakabinett. Die sind zufällig ausgewählt mit bestimmten Kriterien, Alter, Geschlecht, Bildungsgrad, geografische Zuordnung. Und die tagen über verschiedene 6 Monate, insgesamt, ich glaube, 17 Beratungstage. Die können sich Experten holen, wann sie wollen. Und am Ende werden sie, und es zeigt sich jetzt schon, dass relativ weitreichende Forderungen daraus hervorgehen werden. Und Präsident Macron hat jetzt schon angekündigt, dass entweder ein Referendum filterlos darüber entscheiden wird, was dann passiert, oder das Parlament. Das heißt, es hat also auch etwas, eine Folge und eine Wirkung. Ich würde mir sowas auch für Deutschland wünschen. Das wäre auf jeden Fall die Art, auch die Kluft, die wir auch spüren, zwischen Entscheidungsträgern und Trägerinnen und Bürger und Bürgerinnen zu verschließen. Aber diese Kreativität oder kollektive Intelligenz muss genutzt werden für die Transformation. Wir sind ja jetzt schon dabei zu überlegen, wie wir es machen können, wie wir es besser machen können. Wir schauen uns jetzt mal 2 Beispiele von möglichen an, was man tun kann, und denken dann noch mal weiter drüber nach, wie es weitergeht. Was in der wirtschaftlichen Realität noch eine Seltenheit ist, wird beim Outdoor-Hersteller VD schon längst gelebt. Das Unternehmen aus Tettnang orientiert sich am Gemeinwohl. Antje von Dewitz, Geschäftsführerin von VD, hat sich als erste in der Outdoor-Branche der Gemeinwohlökonomie verpflichtet. Ihre Unternehmensphilosophie? Zum Beispiel flexible Arbeitszeiten, die es den Mitarbeitern einfacher machen, Beruf und Privatleben besser miteinander zu vereinbaren. Wenn ich ganz starre Arbeitsbedingungen biete, dann bekomme ich auch nur Menschen, die in diese starren Arbeitsbedingungen passen, und nur Leistungen, die sich in dieser starren Arbeitsbedingung abrufen lässt. Schaffe ich Arbeitsbedingungen so, die sich nach den Menschen richten und Bedürfnisse integrieren, ganzheitliche Bedürfnisse, kriege ich auch ganzheitliche Leistungen und bekomme mehr. Zufriedene Mitarbeiter, die gefördert werden, von denen das Unternehmen aber auch mehr Mitwirkung und Mitgestaltung fordert. Neben der sozialen ist auch die ökologische Nachhaltigkeit eine gute Investition für die Marke. VD gilt als grün, weil das Unternehmen Verantwortung für eine umweltschonende Produktion und faire Arbeitsbedingungen in der globalen Lieferkette übernimmt. Wie zum Beispiel in Asien. Unser größtes Ziel so momentan ist, die gesamte globale Lieferkette transparent zu gestalten und bis zum letzten Knopf auch zu wissen, wo kommt er her und ist der ökologisch und sozial hergestellt worden. Einerseits denkt man sich beim ersten Blick drauf, dass es sehr innovationshemmend ist, weil wir ja von uns aus sagen, wir möchten diese Materialien nicht einsetzen, weil da vielleicht Schadstoffe drin sind, oder wir möchten nicht mit den oder den Lieferanten zusammenarbeiten, weil uns die Arbeitsweise nicht gefällt. Aber dadurch ergibt sich für uns eben immer die Herausforderung, pioniermäßig unterwegs zu sein. Wir müssen immer neue Lösungen schaffen. Der Beitrag, den die Firma zum Gemeinwohl leistet, zahlt sich auch wirtschaftlich aus. In der hart umkämpften Outdoor-Branche wächst die Firma überdurchschnittlich und erzielt hohe Gewinne. Nachbarschaftliches Wohnen, neues Miteinander und Selbstorganisation werden hier bei Dormagen seit 8 Jahren aktiv gelebt. Das Schöne an dieser gemeinschaftlichen Wohnungswohnart ist, dass man eigentlich immer irgendwo, wenn man nach Hause kommt, ja nicht nur zur eigenen Familie, sondern zu einer ganzen Gruppe nach Hause kommt. Hier kommt man rein und trifft irgendjemanden, und der Weg von der Tiefgarage bis zur Wohnung dauert immer so 15 bis 20 Minuten. Die Wohngemeinschaft hat 24 Wohnungen in Eigenregie gebaut für 40 Erwachsene und 15 Kinder. Die Bewohner haben die Rechtsform einer Genossenschaft gewählt, um sich gegenseitig zu unterstützen, wirtschaftlich und sozial. Ein Vorstand und Arbeitsgruppen regeln die Finanzen, organisieren den Hausputz oder die Gartengestaltung. Finanziell bringt das Wohnmodell den Vorteil, dass sich auch junge Familien eine Wohnung leisten können. Die Einzahlung einer größeren Summe garantiert ein lebenslanges Wohnrecht. Der Mietpreis ist fair und bezahlbar. Man hält in der Wohngemeinschaft zusammen. Als das 2. Kind der Schlegels auf die Welt kam, leisteten die anderen Bewohner sofort Nachbarschaftshilfe.
Eine andere junge Mutter hat für uns organisiert, dass wir im Prinzip fast 4 Wochen lang von freiwilligen Köchen aus dem Haus jeden Mittag Mittagessen gekriegt haben. Und ich freue mich total, jetzt wurde gerade hier das nächste Baby geboren vor 3 Tagen, dass ich das ein Stück weit zurückgeben kann, weil wir das für die jetzt wieder organisieren. Bom, bom. Auch Senioren können hier lange selbstbestimmt leben und laufen keine Gefahr zu vereinsamen. Sie kümmern sich oft um die Kleinsten aus der Wohngemeinschaft. Wenn ich irgendwas brauche, es gibt auch eine E-Mail-Nummer, die alle Mitglieder erreicht. Ich brauche da nur einen Notruf da einzutragen. Da bekomme ich also sofort Telefonanrufe. Ja, wir können das für dich machen und so. Also das ist wirklich, das stimmt. Also die Nachbarschaftlichkeit ist hier wirklich groß geschrieben. Aktiv miteinander leben, Verantwortung füreinander übernehmen. Selbstorganisation. In der Wohngemeinschaft bei Dormagen ist das Wirklichkeit geworden. Das sind sozusagen gut funktionierende Grassroot-Beispiele, auch noch ein bisschen größere in Betrieben. Das funktioniert nicht, wenn ich es mit dem Weltwirtschaftssystem zu tun habe. Was machen wir da? Ja, diese Beispiele sind exzellent, weil sie gewissermaßen Proof of Concepts Dass es funktioniert. Sind, dass es an sich funktioniert. Es ist ein bisschen so vergleichbar wie die Situation der Gebrüder Wright vor 100 Jahren, die der Welt gezeigt haben, wir können fliegen. Alle haben gelacht, aber wir können fliegen. Mhm. Irgendwie geht das. Also müssen wir im großen Tabus brechen. Wir müssen im großen Tabus brechen. Und das Thema, bei dem ich glaube, wo eines der größten Tabus vorliegen, ist immer noch die Art und Weise, wie unser Geld- und Finanzsystem aufgebaut wird, wie Geld geschöpft wird, wie Finanztransaktionen stattfinden. Und wenn es uns gelingt, hier einen öffentlichen, partizipativen Diskurs zu führen über jene Dynamik, glaube ich, haben wir gute Chancen, den Transformationsprozess auch wirklich hinzubekommen. Habe ich als Besitzer eines börsennotierten Unternehmens, gut, dann bin ich ja nur einer von vielen, aber die Hauptbesitzer, habe ich ein Interesse daran? Haben Sie. Warum sollte ich Sie machen lassen? Ja, natürlich haben Sie. Angesichts der real ökologischen Herausforderungen und der real sozialen Herausforderungen, die wir weltweit haben, haben Sie als Stakeholder automatisch ein Interesse einer langfristigen Orientierung. Okay, ja. Aber dann schlagen Sie ja vor, und das finde ich ja sehr begrüßenswert, dass sozusagen die Wirtschaft sich einbettet in die Gesellschaft und man quasi wieder zurückgeht zu sagen, das Primat hat eigentlich die Politik und es gibt ein Ziel, das ist nämlich ein gutes Leben zu führen. Und dann ist die Wirtschaft der Mittel zum Zweck und kein Selbstzweck. Genauso wie die Technologie kein Selbstzweck ist, sondern ein Mittel möglicherweise für ein besseres Leben oder für ein lebenswerteres Leben. Ich würde es gerne noch mal anders formulieren wollen. Wenn wir uns die Nachhaltigkeitsziele angucken, die 17, auf die wir uns im September 2015 geeinigt haben. Hinter denen steckt ein hohes Maß an wissenschaftlicher, robuster Evidenz. Wir wissen alles, wie das geht. Und wir haben auch einen politischen Konsens. Okay? Wir wissen, wie wir Hunger und Armut überwinden. Wie wir Renewables machen, wie wir Schulen bauen, wie wir Malarianetze aufstellen. Das wissen wir alles als Weltgemeinschaft. Und wir haben auch einen politischen Konsens. Wir haben nur eine Frage offen gelassen. Die Frage, wo soll das Geld herkommen, damit wir den Menschen 1500 Kalorien zur Verfügung stellen, dass sie nicht verhungern? Und an der Stelle ist es eben keine Frage der wissenschaftlichen Evidenz, sondern eine Frage der Logistik und eine Frage der Finanztransaktionen, die uns ermöglicht, genau jene Ziele auch durchzusetzen. Die Ziele widersprechen sich aber auch zum Teil. Ja, auch das, also, klar. Der Kohleausstieg als Beispiel. Absolut. Da könnte man sagen, es gibt das Ziel der sauberen Umwelt und es gibt das Ziel der Arbeitsplätze. Die stehen gegeneinander. Ich mag nicht von Zielkonflikten sprechen, weil ich glaube, das ist der falsche Weg. Ich glaube, die drunterliegende Frage ist doch, wie man in den Kohleregionen in 20, 30 Jahren leben will. Also was wäre ein gutes Leben, was wäre eine gute Art des Arbeitens? Absolut. Und ich glaube, deswegen ist es auch kein Verzichtsnarrativ, sondern man muss dahin gehen, zu sagen, wie wollen wir eigentlich leben und was heißt es eigentlich wie hier und heute konkret für unser Handeln. Aus Ihrer Perspektive, Herr Schamer, und mir scheint ein bisschen, dass Sie da die Weisheitstradition sehr kreativ umgewandelt haben, ist doch eins der Hauptprobleme offensichtlich, auch wenn das sehr banal jetzt klingt, dass wir keinen richtigen Kontakt zur Realität haben. Ja, das ist richtig. Und wir haben, also im Grunde gibt es ja heute viele Beispiele zu besichtigen, wo wir es mit eklatanten Versagen zu tun haben, auch mit einem kollektiven Führungsversagen. Also was Herr Greta vorhin gesagt hat, dem ja nicht zu widersprechen ist,
ist, dass wir eigentlich in einer organisierten Verantwortungslosigkeit uns befinden und kollektiv Ergebnisse produzieren, die keiner will. Und das hat etwas, das kann man auch an allen sozusagen Einzelfällen von sozusagen Führungsversagen feststellen, das hat immer etwas mit einer Entkopplung von der Wirklichkeit zu tun, wenn du nicht im Kontakt mit der Wirklichkeit bist. Und das Problem bei uns ist, dass das insbesondere auf einer systemischen Ebene passiert. Ja? Also wiewohl wir versuchen, individuell sozusagen daran zu arbeiten, haben wir aber nicht wirklich die systemischen Erneuerungs. Ja. Wir haben viel Innovation sozusagen in allen möglichen Projekten, gibt es Entrepreneurship, tolle lokale Projekte, aber wir transformieren nicht das System als Ganzes. Ja? Und da also wir müssen die Erfahrung, die wir selber machen mit dieser Realitätsnähe und den Veränderungen, transportieren in die Systeme und da so verfestigen, dass man damit arbeiten kann. Ja, und dass sich da auch demokratische Prozesse und sozusagen und systemische Erkenntnisprozesse dann handlungsleitend niederschlagen. Also zum Beispiel würde keiner, der wirklich über das Thema nachdenkt heute, also der Bauernpräsident, den wir vorhin gehört haben, ist zwar der Meinung, man muss, wenn man in die sozusagen auf den Abgrund zufährt, nicht die Richtung ändern, aber die meisten Beobachter würden heute sagen, dass einer der Hauptschlüssel für die Beantwortung der Klimafrage die Umstellung von der industriellen auf eine regenerative Landwirtschaft ist. Ja, klar. Was ist das, was wir tun im OECD-Raum? $1 Billion pro Jahr Förderung der falschen Landwirtschaft. Ja. Ja? Was ist das? Alle wissen, wir müssen von der fossilen zur regenerativen Energie. Was ist das, was wir tun weltweit? $5 Billion jährliche Förderung von fossilen Energieträgern. Ja. Ja. Und also da, das ist genau die Entkopplung, die stattfindet. Und da kann man nicht nur individuell argumentieren, aber die Leute widersprechen sich nicht, sondern wir brauchen einen gesellschaftlichen Diskurs über, in welcher Zukunft wollen wir leben, sozusagen welche Landwirtschaft, sozusagen welche sozusagen Landwirtschaft wollen wir haben, sozusagen welche ökonomischen Modelle und welche Finanzsysteme sozusagen sind zielführend, ja, und in welchem Sinne ist eigentlich eine Finanzökonomie, die eigentlich blind gegenüber den Externalitäten ist, muss die erweitert werden zu einem, die bewusst ist. Ich muss leider Schluss machen, so leid mir das tut, wir werden wahrscheinlich jetzt noch stundenlang weiter diskutieren. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch und am Ende ist es ja wie mit allem, vieles kommt trotz meisterhaften Überlegen dann immer noch anders, als man denkt. Andererseits kommt es aber nur anders, wenn man überhaupt denkt. Und das bedeutet, kritisch denkt, selber denkt, miteinander denkt und seine Gefühle auf das auszurichten versteht, was als richtig erkannt wurde. Auch die große Transformation ist ja eine Kunst, genau wie Klavierspielen oder Jonglieren. Man muss das lernen, man muss es auch kontinuierlich üben. Und wir alle haben die Möglichkeit, das zu tun, nicht nur ängstlich und geduckt zu sein, sondern eben frei und klar und kooperativ zu handeln, um etwas besser zu machen. Dieses Ziel zu erreichen, ist weder nur die Aufgabe von 8 Milliarden einzelnen Menschen, die sich gefälligst am Riemen reißen sollen, noch etwas, das alleine die Politik bewirken kann. Faustregel ist immer Tim und Struppi. Nie nur einer alleine. Denken und Gefühl, der Einzelne und die Gesellschaft, Macht und Ohnmacht, Denken und Handeln, Abgeben und Gewinnen, kein Licht ohne Schatten. Aber nichts zu tun weiter und zu warten, bis die Schatten noch länger werden, ist wirklich der größte Mist, den man derzeit produzieren kann. Und tschüss.